Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, und herzlich willkommen zu unserem Pressbriefing über die Frage, wie kann man eigentlich als Privatmensch in seinen Häusern und Wohnungen am besten noch Gas sparen? Sie kennen ja alle die Mahnungen, die wir immer wieder hören, der Gasverbrauch müsse sinken um 20% um diesen Winter, ohne eine Gasmangellage zu überstehen. Und wir wollen uns daher jetzt mit den Fragen beschäftigen, wie kann man das denn als Privatverbraucher am besten überhaupt schaffen, so viel einzusparen? Wie kann man denn Verbraucher überhaupt zum Sparen bewegen? War die Gaspreisbremse da schon der richtige Weg? Oder müsste man trotz der Gaspreisbremse sparen? Oder gibt es vielleicht auch geschickte Wege, um die Menschen dazu zu bewegen, zu sparen? Für unsere Diskussion haben sich heute zugeschaltet Dirk Müller. Er ist Professor für Gebäude- und Raumklimatechnik in Aachen und er ist für uns hier, um die technischen Fragen zu beantworten. Felix Müskens hat sich zugeschaltet aus Cottbus. Er ist dort Professor für die Energiewirtschaft und er hat so ein bisschen bringt den Background der Ökonomie mit. Und Ortwin Renn, er ist Leiter des IASS. Und er erforscht seit Jahrzehnten Kommunikationsstrategien und wird für uns beleuchten, wie man die Menschen denn dazu bekommt, tatsächlich zu sparen. Mein Name ist Sönke Gethke. Ich beleuchte hier im Science Media Center die Energie- und Mobilitätsthemen. Und bevor wir anfangen, hätte ich noch eine übliche Bemerkung zum Ablauf. Bitte stellen Sie Ihre Fragen in dem Frage- und Antwort-Modul. Meine Kollegen sammeln die Fragen, posten sie mir hier auf ein Dokument rein, von dem ich gerade ablese, und ich stelle sie dann hier. So, jetzt aber mal genug zum Thema, weil wir heute früh aufhören müssen. Herr Müller, ich würde gern mit Ihnen anfangen. Sie arbeiten ja am Raumklima, am Heizen und am Verhalten der Nutzer auch. Wenn man jetzt den Menschen sagt, spart so viel ihr könnt, wissen die Menschen denn dann überhaupt, wie man am sinnvollsten spart? Ist es dann so mit der viel zitierten 5-Minuten-Dusche getan? Ich glaube, dass durchaus viele der Maßnahmen, die auch schon empfohlen worden sind, bekannt sind. Ich glaube, dass manchmal unklar ist, wie viel es wirklich bringt. Und es ist natürlich auch schwierig, im Gasverbrauch es zu Hause selbst zu kontrollieren, wie wirksam die Maßnahmen sind, die ich vielleicht schon ergriffen habe. Deshalb haben wir versucht, in der Vergangenheit so ein paar Zahlen zu nennen, die als Anhaltswerte dort gelten können. Was bringt mir eine Temperaturabsenkung zu Hause? Was bringt es, wenn ich Räume nur dann beheize, wenn ich sie auch nutze, oder eben auch welche Rolle spielt das Trinkwarmwasser? Wie viel kann ich wirklich über eine Reduktion des Verbrauchs im Trinkwarmwasser einsparen? Das sind dann Indikatoren, die man hat, dass man sich so ein bisschen dran orientieren kann. Wie gesagt, es fehlt natürlich beim Gas so ein bisschen das Live-Feedback. Wie viel habe ich gestern besser gemacht als heute? Aber deshalb sage ich mal, müssen wir uns mit solchen Empfehlungen auf den Weg machen und da bin ich auch zuversichtlich, dass wir dort große Einsparungen sehen werden. Ja, okay, vielen Dank. Kann man dann noch was auf die Schnelle? Warum ist es so wichtig, dass auch die Haushalte sparen und nicht nur die Industrie oder nicht nur das Gewerbe? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, was wir in den Haushalten nicht sparen, muss am Ende ja an anderer Stelle gespart werden. Und wenn wir es nicht schaffen, den Gasverbrauch deutlich zu senken in den privaten Haushalten und wenn wir ungünstige Randbedingungen, also einen kalten Winter vor uns haben, werden wir am Ende einsparen müssen, weil das absolute Kontingent an Gas, was wir haben, beschränkt ist. Und das würde eben bedeuten, dass man in der Industrie sparen muss. Und das ist natürlich volkswirtschaftlich nicht das, was wir wirklich haben möchten. Wir wollen ja weiter produzieren können. Wir wollen uns nicht, sage ich mal, wirtschaftlich schädigen durch die Gasmangellage, die wir haben. Deshalb ein wichtiger Appell, dass man die privaten Haushalte hier stark mit in die Sparbemühungen einbindet. Zumal es ja auch das eigene Konto entlastet, wenn in diesem Jahr Einsparungen erreicht werden. Vielen Dank, Herr Müller. Herr Müskens, ich würde gern zu Ihnen kommen. Sie beschäftigen sich ja mit der Energieökonomie und ich vermute mal, auch Sie haben am Montag mit einiger Spannung auf den Bericht der Gaskommission gewartet. Anschließend wurde ja recht viel Kritik laut. Trotz allem ginge der Anreiz zum Sparen unter, obwohl ja das eigentlich zum Sparen auch mit animieren soll. Wie sehen Sie das? Ja, guten Tag erstmal in die Runde. Ich freue mich, hier teilnehmen zu dürfen.
Ich möchte vielleicht zuallererst mal für die schwierige Situation Verständnis wecken, unter der die Kommission getagt hat. Es gibt gleich drei Herausforderungen da. Das erste ist erheblicher zeitlicher Druck. Man wollte auch von politischer Seite sehr schnell Ergebnisse. Das zweite ist, es fehlen uns wichtige Daten. Wir wissen zum Beispiel einfach nicht, wer genau hinter einem Gasanschluss lebt oder auch arbeitet. Und das dritte ist, und da kommen wir direkt zum Thema, Preisdeckel und Energiesparen sind die Quadratur des Kreises. Eigentlich geht das nicht zusammen. Und in dem Kontext finde ich, dass die Kommission noch einen recht ordentlichen Job gemacht hat. Man hat wirklich versucht, und das ist meines Erachtens auch weitgehend gelungen, den Anreiz zum Sparen aufrechtzuerhalten. Das hat man erreicht, zum Beispiel durch die Orientierung der Maßnahmen an den September-Abschlagszahlungen. Also man zahlt nicht basierend auf dem tatsächlichen Verbrauch, dann wäre der Anreiz zum Sparen komplett weg, sondern man bezahlt aufgrund dessen, was man im September erwartet hat zu verbrauchen. Und insofern kann man also mit einer zukünftigen Verbrauchsreduktion tatsächlich einsparen. Das Zweite, was geschickt gewählt wurde, war die Mengenbegrenzung auf 80% für die Haushalte und 70% für die Industrie. Auch da hat man sozusagen dann, ja, der Ökonom sagt, at the margin, die 100% Einsparwirkung. Also jede Megawattstunde, die man dann wirklich im Verbrauch reduziert, spart man den vollen Betrag. Auch das ist also ein Instrument, was natürlich sozusagen die ganze Sache komplexer macht, was aber auch dazu dient, die Einsparwirkung aufrechtzuerhalten. Insofern also gerade konkret auf die Frage, hat man die Einsparwirkung aufrechterhalten, soweit möglich, ist meine Antwort klares Ja. Das ist weitgehend gelungen. Mehr geht nicht in Anbetracht der Zielkonflikte, die man von vornherein hat, mit einem Preisdeckel und einem Einsparanreiz. Klasse. Was mich nochmal interessieren würde, ich habe ganz oft so ein bisschen den Eindruck, es ist eine gewisse Verwirrung da, ob es jetzt ein Preisdeckel, eine Preisbremse, ob es Direktzahlungen sind. Wie soll man das auf einen Blick benennen? Ist es jetzt ein Preisdeckel wirklich oder ist das falsche Wort? Also die semantischen Feinheiten würde ich da tatsächlich letztendlich der Interpretation überlassen. Aber es bedeutet ja faktisch für Haushalte, dass der Gasbezugspreis, den die Haushalte zahlen, für 80% ihres Verbrauchs maximal 12 Cent beträgt. In der Regel wahrscheinlich genau 12 Cent beträgt. Und insofern kann man schon auch von einem Deckel sprechen. Aber es ist natürlich auch eine Preisbremse, die einen weiteren Preisanstieg verhindert. Also wichtiger als sozusagen die semantisch korrekte Bezeichnung ist mir, dass man tatsächlich das Prinzip nochmal nachvollzieht. Und es ist eben aus den genannten Gründen tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe auch relativ viel in der Presse gelesen, wo ich dachte, dass das hat die Kommission sicher zumindest mal anders gemeint. Nun müssen wir natürlich alle mal warten, was nachher dann umgesetzt wird. Vielen Dank. Ja, Herr Renn, die Kommission könnte es anders gemeint haben. Sie erforschen ja seit vielen Jahren die Kommunikation und auch die Krisenkommunikation. Und ich sehe ja nicht nur an den Schwierigkeiten, also komplexes Verfahren, wie die Gaspreisbremse hier ordentlich zu kommunizieren, dass da keine Fehler sind. Ich sehe vor allen Dingen das Trommeln von Politikern und dem einen oder anderen Behördenleiter, dafür unbedingt 20% Gas einsparen zu müssen, sonst wird es nicht funktionieren, ohne Gasmangellage durch den Winter zu kommen. Ist dieses Trommeln denn dieses permanente Warnen, ist das der richtige Weg, Menschen zum Sparen zu motivieren oder gäbe es einen besseren Weg? Und Sie müssen Ihr Mikrofon einschalten, pardon. Ja, gerne. Ja, zunächst einmal ist natürlich wichtig, dass Menschen tatsächlich wissen, dass die Einsparung notwendig ist und dass es nicht nur eine Frage des Preises ist, sondern auch einfach des Angebotes. Haben wir so viel Gas, egal wie viel es kostet? Und da ist natürlich klar, dass wir beide Dinge parallel kommunizieren müssen. Zum einen, es gibt Angebotsrückgänge, das heißt, wir müssen auch die Nachfrage danach anpassen. Und es wird sicherlich eben auch Preissteigerungen vor allem dann geben, wenn eben mehr Gas nachgefragt wird, als eigentlich auf dem Angebotsmarkt vorhanden ist. Das ist die ökonomische Seite, da hat ja Herr Miskens auch gerade darauf hingewiesen. Der zweite Aspekt, und ich glaube, auf den haben Sie auch gerade im Moment sehr stark abgehoben, ist, dass für die Menschen es nicht ausreicht, ihnen deutlich zu machen, wir müssen sparen, wir müssen auch sagen, wie.
Und das ist, glaube ich, immer sehr schwierig, weil wir immer zwei Elemente haben. Das eine ist, gibt es eigentlich technische, wirtschaftliche, organisatorische Möglichkeiten, also Opportunitäten, dass man das wirklich kann? Also beispielsweise Fernwärmebezieher können das nur in sehr begrenztem Maße. Und das zweite ist die Motivation hoch genug, dass Menschen von sich heraus das, was sie können, auch tun. Ja, und das sind zwei verschiedene Fragen und die müssen wir natürlich auch beide beantworten. Das heißt, in der politischen Kommunikation muss zunächst mal deutlich werden, was kann denn der Mieter oder derjenige, der, ich sag mal, seine Kühltruhe oder sonst was mit Strom oder mit Gas oder wie immer betreibt, was kann er denn machen, um tatsächlich seinen Verbrauch zu reduzieren? Also was ist technisch, was ist organisatorisch möglich? Und B ist dann zu fragen, ja, man kann darüber sagen, innerhalb dieser Möglichkeiten, die muss ich natürlich nutzen, die haben natürlich auch gewisse Nachteile. Also wenn ich meine Heizung runtersetze von 23 auf 19 Grad, dann muss ich halt meinen Pullover anziehen. Ja, das ist natürlich eine relativ triviale Sache, da ist es einfacher. Bei anderen Dingen ist es nicht so ganz einfach und da geht es also natürlich auch um Motivation. Wie kriege ich Menschen motiviert dazu, dass sie die Handlungsräume, die sie nun mal haben, dann auch wirklich nutzen. Ja, also kurzum, beides ist notwendig. Was sind die Handlungsräume in unterschiedlichen sozialen, wirtschaftlichen, organisatorischen Kontexten? Und B, was ist die Motivation, dass man diese Handlungsräume auch nutzt? Da würde mich jetzt noch mal eine Sache interessieren. Es ist ja seit Monaten klar, dass wir sparen werden müssen. Und Sie haben ja selber gerade gesagt, man muss den Menschen sagen, wie sie sparen können sollen. Hätte man nicht schon vor Monaten damit anfangen müssen, den Menschen, sagen wir mal, jedem Menschen, jedem Haus eine Broschüre ins Haus zu schicken, damit wirklich alle wahrnehmen, was sie machen können? Wäre das ein Weg gewesen? Ja, ich glaube, jedem Haushalt eine Broschüre ist schwierig, weil die Haushalte doch sehr heterogen sind. Und dann hätte man auf alle diese ganz verschiedenen Ausgangsbedingungen immer Bezug nehmen müssen, das liest dann auch keiner mehr. Also was ich immer propagiert habe, ist, dass beispielsweise die Siedlungsfirmen, also diejenigen, die jetzt an Mieter vermieten oder diejenigen, die jetzt Fernwärme anbieten oder die Gasbetreiber, dass sie genau das tun. Nämlich, weil sie natürlich ihre Kundinnen und Kunden kennen, zu sagen, seht mal, dass es das auf euch zukommt. A, ganz wichtig ist, wenn die Heizkostenabrechnung kommt, werdet ihr sagen, das große Erwachen haben, das solltet ihr jetzt schon haben, ja. Denn das ist natürlich klar, die preisliche Anreizfunktion, ja, wenn es teuer ist, dann macht man weniger, das kommt ja erst hinterher, weil dann ja erst im Prinzip die Heizkostenabrechnung kommt. Das heißt, das sollte man schon mal vorziehen, durch Abschlagszahlungen teilweise auch folgt, aber zumindest durch Warnungen. Also das kommt, ja, und jetzt zählt euch darauf ein. Und B, dass man dann eben sagt, im Rahmen dessen, was ihr ermöglichen könnt, ist das, was wir vorschlagen. Also im Bereich der Fernwärme, im Bereich jetzt der Gaseinzelhöfen, im Bereich der Zentralheizungen. Also alle die Dinge, wo eben Gas gebraucht wird, auch das Kleingewerbe ist ja auch nicht so, müssen wir auch mitsehen, ja, ist ja nicht nur der private Verbrauch, also der Handwerker, der Bäckermeister, der natürlich jetzt immer durch alle Zeitungen geistert. Also alle, die brauchen ja Gas und die Frage ist, wie können wir dann die Handlungsräume dort A, beschreiben und B, natürlich auch nochmal die Menschen motivieren, auch wenn es nicht direkt sich auf den Preis auswirkt, dennoch hier ja, im Sinne auch der Solidarität hier Gas einzusparen. Und das ist sozusagen der letzte Punkt, was wir immer wieder sehen, auch in Umfragen, dass Leute sagen, naja, wenn ich ein bisschen einspare, hat das ja gar keinen Effekt auf das Große und Ganze. Das ist so der Free-Rider-Aspekt, den wir natürlich in der Ökonomie sehr gut kennen. Also wenn alle es tun, profitiere ich es. Und wenn keines tut, macht mein Beitrag auch nichts mehr aus. Ja? Das ist dann nur marginal. Aber ich glaube, da muss man auch in der Kommunikation deutlich machen, dass Kleinvieh auch Mist macht, dass jeder und jede aufgefordert ist, hier mitzuwirken. Und dass in dem Moment, wo man glaubt, ich kann ruhig weiter 25 Grad haben, das merkt ja sowieso kein Mensch. Wenn das dann alle tun, dann haben wir ein Riesenproblem. Das glaube ich dann aber auch. Wir haben eine Frage schon mal von einer Kollegin der Zeit. Sie möchte wissen, ist es realistisch überhaupt im Privathaushalt 20% oder mehr an Erdgas einzusparen? Vielleicht gebe ich die Frage erst einmal an Sie, Herr Müller. Ich glaube, Sie sind der Berufenste. Und auch Sie müssten das Mikrofon bitte einschalten. Pardon.
Ich entschuldige mich, genau, Anfängerfehler. Insofern darf eigentlich nicht passieren. Also, ja, ist eine gute Frage. Ich denke, im Mittel kann man ganz klar sagen, ja, ist möglich, aber ist verbunden mit Komforteinschränkungen. So ehrlich muss man an der Stelle sein. Also sowohl niedrigere Raumtemperaturen als auch weniger trinkbarem Wasser, das sind beides Komfortthemen, die ich damit adressiere. Und jetzt muss ich vielleicht noch sagen, man muss auch vorsichtig sein. Es gibt natürlich Menschen, die waren schon in der Vergangenheit äußerst sparsam. Die haben schon wenig trinkbarem Wasser verbraucht und die haben auch schon sehr reduziert geheizt. Das heißt, für die wird es deutlich schwieriger, diese 20% einzusparen, weil die vielleicht schon an der Grenze sind, wo sie sagen, da möchte ich selbst in meinem Lebenskomfort nicht drunter gehen. Es gibt andere, sage ich mal, die waren in der Vergangenheit sehr großzügig mit Energie, weil natürlich auch gerade Gas, wenn wir uns die letzten 10 Jahre insbesondere anschauen, war sehr günstig, dass die Beheizung für diejenigen, die finanziell gut genug gestellt waren, jetzt nicht ein entscheidender Kostenfaktor war in ihrer eigenen Haushaltsbilanz. Das heißt, dann hat man die Räume eher wärmer gemacht. Und das ist ja auch ein Trend, den man insgesamt statistisch beobachten konnte über die Jahre, dass es in den Räumen eigentlich immer wärmer geworden ist und dass der Komfort sich hin zu höheren Temperaturen und auch zu leichteren Bekleidung im Winter entwickelt hat. Und das sind Effekte, die man jetzt natürlich gut nutzen kann. Wenn wir jetzt zurückgehen für diesen Winter und vielleicht für nächsten Winter auf eine Temperatur wie 19 Grad, dann ist das vielleicht noch etwas, was im Innenraumbereich zu Hause gut zu ertragen ist. Der eine oder andere, das ist ja auch von der individuellen Präferenztemperatur abhängig, wird sogar noch ein bisschen tiefer gehen können und das wird dann auch direkt Einsparungen bringen. Im Bereich trinkbarem Wasser ist die einfachste Form zu sparen, einfach weniger zu verbrauchen. Man kann auch Temperaturen absenken und diese Themen mit adressieren. Dann hat man aber immer das Thema der Legionellen, was man im Hintergrund mit bedenken muss. Also die einfachste Methode und auch die wirksamste Methode ist an der Stelle wirklich weniger trinkbarem Wasser in Anspruch zu nehmen. Und das heißt eben, ne, ganz praktisch, wenn man duscht, kürzer duschen, vielleicht auch insgesamt, ne, etwas weniger, so wie das für einen selbst auch ertragbar ist an der Stelle. Aber damit ist man, wenn man diese Maßnahmen kombiniert und bisher eher so im statistischen Mittel war, damit ist man aus meiner Sicht und aus dem, was wir berechnet haben für typische Einfamilienhäuser, damit ist man gut dabei, 20% auch einzusparen. Funktioniert es denn dann, weil Sie sagten gerade, das haben Sie für ein Familienhäuser ausgerechnet, funktioniert es denn dann auch für Mieter? Ich denke, auch Mieter haben natürlich gerade beim trinkbaren Wasser genau die gleichen Möglichkeiten, Energie einzusparen, ne, wie die Einfamilienhäuser. Bei dem Wärmebedarf jetzt für die Heizung, da kommt es ein bisschen drauf an. Da gibt es natürlich Wohnungen in Miethäusern, die haben sehr viel Außenfläche. Das heißt, bei denen macht sich eine Temperaturabsenkung direkt bemerkbar in Bezug auf die Wärmeverluste. Andere, die deutlich weniger Außenfläche haben, da ist, ne, das Potenzial, was ich zur Verfügung habe, zur Absenkung des Energieverbrauchs etwas geringer. Aber insgesamt kann man sagen, ne, durch eine Temperaturabsenkung in einem Mietshaus, ne, ist natürlich auch eine Einsparung gegeben. Also insofern funktioniert das im Prinzip auch für Mietshäuser. Es ist im Einfamilienhaus ein bisschen direkter die Rückkopplung, ne, weil ich dann immer für das gesamte Haus ja die Bilanz dort schließen kann. Und wo Sie gerade am Reden waren, hatte ich noch eine Frage an Sie, weil immer wieder dieser hydraulische Abgleich genannt wird. Mir ist gar nicht ganz klar, was das eigentlich überhaupt genau ist und wieso und wie viel man damit sparen kann. Ja, hydraulischer Abgleich ist eigentlich eine Maßnahme, die immer gemacht werden muss, wenn eine Heizungsanlage in Betrieb genommen wird. Und durch den hydraulischen Abgleich soll zunächst erstmal sichergestellt werden, dass jede Heizfläche, also beispielsweise jeder Heizkörper im Raum, genau die Menge an Wasser aus dem Heizungssystem, also an Massenstrom Wasser aus dem Heizungssystem auch bekommt, für die er ausgelegt ist. Das ist erstmal das Grundwesen des hydraulischen Abgleichs. Wenn der hydraulische Abgleich nicht gemacht wird, kann es sein, dass Heizflächen unterversorgt sind. Das heißt, die geben dann erstmal weniger Wärme ab, als Wärme in dem Raum abgegeben werden sollte. Das führt erstmal im ersten Schritt nicht zu einem Wärmeverbrauch, weil der Heizkörper ja weniger Wärme abgibt. Aber das wird eben oft in der Realität ausgeglichen, indem zum Beispiel dann höhere Vorlauftemperaturen eingestellt werden, die dann auf alle Heizkörper einwirken und auch auf das Leitungssystem, sodass dadurch dann auch mehr Verbräuche entstehen können. Insofern ist ein hydraulischer Abgleich die Basis.
die Vorlauftemperatur in einem Heizungssystem so gering einzustellen, wie es irgendwie geht. Und das trägt zu Einsparungen bei. Jetzt muss man aber sagen, rein hydraulischer Abgleich, den man macht in einem Bestandsgebäude, der führt nicht automatisch zu riesigen Einsparungen. Also mit der Prognose wäre ich sehr vorsichtig. Darum haben wir diesen Aspekt bei uns in den Studien so auch nicht berücksichtigt, weil eigentlich der hydraulische Abgleich immer nur in Kombination mit anderen Maßnahmen wirklich zu energetischen Einsparungen führt. Vielen Dank. Das war mir nicht so klar. Wenn man jetzt, ein hydraulischer Abgleich ist ja etwas, was man in der Regel eigentlich bezahlen muss, weil das macht man nicht selbst, das macht normalerweise ein Handwerker. Ich wüsste nicht, wie ich das zu tun hätte. Ich gebe also Geld aus in dem Fall für eine Dienstleistung. Oder ich überlege, ob ich mir eine digitale Thermostate kaufe oder andere, womöglich noch teurere Gerätschaften. Wie kann ich denn da überhaupt feststellen, was ich denn einspare, wie ich das Geld wieder reinkomme? Kann man das einfach so sehen? Ist das ein Anreiz genug, Herr Müskens? Wie funktioniert das? Weil gerade bei so einem System, wo ich ja nur Jahresabrechnungen kriege und monatlich bezahle und nicht direkt unmittelbar sehe, was ich einspare. Ja, also da vielleicht nochmal den Bogen etwas weiter gespannt. Also das eine ist, ich möchte schon als Ökonom natürlich nochmal eine Lanze ausdrücklich brechen für den Preis als Steuerungssignal. Das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Deswegen fand ich es auch sehr gut, Herr Gätke, dass Sie eben mit dieser Frage erstmal angefangen haben. Bleibt denn der Anreiz zum Sparen erhalten? Also ich denke, der Preis muss hier weiterhin eine Rolle spielen. Gleichzeitig sollten wir den ergänzen. Der Preis kann es also nicht alleine sein. Und ich glaube, das, was Sie da ansprechen, da kann möglicherweise auch Herr Render noch mal ergänzen, da einfach Informationen bereitzustellen, ist sehr wichtig. Es ist immer noch so, dass zum Beispiel die Haushalte besser über ihre Stromrechnungen Bescheid wissen als über ihre Erdgasrechnungen. Und insofern könnte ich mir auch da zusätzliche Informationen vorstellen, um genau wie Sie es sagen, mehr Informationen zu bekommen, dann auch im Hinblick auf den Gasverbrauch. Also es geht los. Viele wissen nach meiner Kenntnis gar nicht, ob ihr Gasbezugsvertrag eigentlich schon erhöht worden ist oder noch nicht. Das ist die eine Sache. Und dann können natürlich Instrumente, wie Sie die hier auch skizzieren, dass man zumindest erstmal den Verbrauch überhaupt in Echtzeit erfasst, helfen. Aber auch da muss man dann natürlich, selbst wenn man jetzt sieht, im Moment verbrauche ich so viel, muss man natürlich sinnvollerweise dann, wenn es um Einsparungen geht, das auch vergleichen mit Verbräuchen in der Vergangenheit, die aber so dann auch wieder nicht vorliegen. Insofern jetzt für den nächsten Winter, glaube ich, man sollte versuchen, Transparenz zu schaffen für die Haushalte, wie denn eigentlich überhaupt ihre gegenwärtige Situation ist, was die Kosten angeht, dann eventuell weitere Informationen bereitstellen zum Verbrauch, ja. Und dann ist aber, glaube ich, diese zwei Kernbotschaften, die Herr Müller eben genannt hat, also man, glaube ich, überfordert so einen Haushalt dann auch schnell in der Kommunikation, einfach zu sagen, Leute, zieht euch einen warmen Pullover an und senkt die Raumtemperatur ab, ohne dass ihr wirklich friert. Und kürzer duschen, das ist, glaube ich, erstmal wichtig und das ist eine sehr klare Kommunikation und das verstehen die Menschen dann auch. Herr Renn, wie sehen Sie das? Und denken Sie an Ihr Mikrofon. Also ich kann das nur unterstreichen, was wir bis gerade gesagt haben. Der Preis ist natürlich ein ganz wichtiger Lenkungsmechanismus. Wenn es teurer wird, werden Leute schon dran denken, ob man sich etwas einsparen kann. Wir haben natürlich hier das Problem, dass häufig eben die Ausgaben später oder die Rechnungen später erfolgen, als eigentlich der Verbrauch stattfindet. Und dann kommt das große Erwachen und das Heulen und Zähneknirschen dann im Februar oder März, wenn dann die Endabrechnung kommt. Das kann man mit Abschlagszahlungen einigermaßen natürlich schon hinbekommen, aber vielfach ist es tatsächlich so, dass man es hinterher weiß, wie viel man verbraucht hat. Und dann kann man natürlich sein Verhalten nicht mehr rückwirkend ändern. Also das ist sicherlich ein Punkt, dass wir eben erstmal in Echtzeit weiß, wie viel gebe ich denn jetzt eigentlich für Heizung und Wärme aus und ist das sehr viel mehr als früher. Wenn man tatsächlich auf diese digitalen auch Heizkörpersteuerungen sieht, die sind häufig mit interessanteren, auch weiterreichenden Informationssystemen verbunden. Also beispielsweise, was verbraucht der Durchschnittshaushalt mit der Quadratmeterzahl in diesem Gebäudekomplex oder in dieser Stadt, dass man ein bisschen vergleichen kann, bin ich eigentlich drüber oder drunter. Wir haben in vielen Untersuchungen festgestellt, dass sozusagen der soziale Abgleich mit anderen ein ganz wichtiger
Koordinator ist, um das eigene Verhalten einzustufen. Also wenn ich sehe, alle anderen kommen mit der Hälfte der Energie aus wie ich, dann überlege ich mir schon, was mache ich eigentlich falsch und gucke dann nach. Also ha, ja klar, ich habe 3 Teenage-Töter, die sitzen sozusagen den ganzen Tag in der Dusche. Dann weiß man also schon, hier muss ich irgendwie gegensteuern. Und das sind Dinge, also ich glaube, aus dem digitalen Ding kann man einiges machen, um solche Echtzeitvergleiche auch zu machen. Wenn das nicht möglich ist, sollte man zumindest, und das fände ich sehr gut, wenn es dann eben auch von den Gaslieferanten oder Wärmelieferanten kommt, dass man eben sagt, das ist dann der Durchschnittsverbrauch hier, mit den jetzigen Preisen steigt er auf so und so viel. Und hier sind 5 Dinge, die du tun kannst, damit du tatsächlich nicht so viel bezahlen musst. Also denke, so eine Art von Kommunikation würde schon sehr hilfreich sein. Und der Preis als Hintergrund muss natürlich irgendwo der Anreiz sein, damit man dann auch tatsächlich diese Maßnahmen durchführt. Und auf welchem Weg sollen diese 5 Botschaften dann zu uns kommen? Also ich denke, ganz wichtig ist, ich bin auch in Verbindung sozusagen mit Wohnbaugesellschaften, mit Anbietern, die haben ja ihre Kunden und Kundinnen alle in der Kartei, ja, die müssen denen ja auch Rechnungen schicken. Und das ist, wird eher gelesen, als wenn jetzt vom Staat irgendeine Broschüre kommt. Ja, da kriegen viele Broschüren, ja, Leute schmeißen es weg. Wenn aber jetzt der lokale Energieversorger sagt, ich habe eine wichtige Mitteilung an dich, weil du bei mir Kunde bist, das wird mit Sicherheit gelesen. Und dann ist es eben auch spezifisch für diese Person. Und ich denke, diese dann Informationen zwischen Kunden und denjenigen, die ihnen den Energiedienstleistungsservice anbieten, die ist enorm wichtig. Die sind eher aufeinander abgestimmt, da kann ich dann auch mal anrufen, ich habe was nicht verstanden. Oder B, es ist wirklich auf meine Position hin orientiert, wie kann ich auch mit Fernwärme beispielsweise sparen, ja, viele wissen das nicht, dass sie die Heizung auch ausdrehen können oder runterdrehen können, ja auch bei Fernwärme. Also gibt ja da sehr viele Möglichkeiten, auch dort Energie zu sparen, ist aber nicht ganz klar. Natürlich für einen Eigenheimbesitzer, der Gasdirektheizung hat, die interessiert natürlich nicht, was man tun kann, wenn man Fernwärme hat. Ja? Also das ist immer das Problem, wenn ich zu viele Optionen in der Broschüre angebe, dann lese ich sie gar nicht. Wenn ich das sehr gezielt auf die Situation hin artikuliere und formuliere, in der diese Person steckt, ist sie natürlich hoch interessiert, weil sie sagt, ja, das ist ja für mich. Das ist die Information, die gerade für mich gemacht worden ist. Die kann ich natürlich nicht individualisieren, aber ich kann sie zumindest sozusagen typisieren. Und das, glaube ich, ist jetzt gerade in der jetzigen Zeit sehr notwendig. Ja, Herr Müskens. Ja, vielleicht nur als kurze Ergänzung. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man da die Versorger mit einbindet. Die bekommen ja ohnehin im Kontext der Gaspreisbremse jetzt mehr Aufgaben. Und insofern würde das sicherlich Sinn machen, die da auch zum Beispiel wirklich anzuhalten, zumindest mal nochmal einen monatlichen Verbrauch des Haushalts für einen typischen Monat, also für einen Vorjahresmonat zur Verfügung zu stellen oder eben auch nochmal zu kommunizieren, ihr zahlt jetzt oder in diesem Winter so und so viel für euer Erdgas, nochmal mehr Transparenz herzustellen und die Leute sozusagen wirklich nochmal den Leuten bewusst zu machen, dass sie da auch in Probleme laufen und natürlich in Verbindung mit dem Abschlag, aber nicht allein über den Abschlag zu argumentieren. Herr Müller? Ich glaube auch, dass es wichtig wäre, dort ein schnelleres Feedback zu geben, auch was eben Einsparbemühungen wirklich bringen. Ich habe im Chat auch schon gesehen, warum wird das nicht einfach umgesetzt. Das hat natürlich damit zu tun, wenn ich es wirklich angeben möchte, wie viel Prozent spare ich durch mein Verhalten ein, das kann ich eben im Gasbereich nicht so einfach machen wie im Strom. Ja, im Gasbereich muss ich das Ganze immer klimabereinigen. Das heißt, ich muss anschauen, wie war der Temperaturverlauf in den letzten Tagen, im letzten Monat. Muss damit entsprechend den Wert, den ich gemessen habe oder eingegeben habe, über den Gaszähler korrigieren. Und erst dann kann ich eine relative Einsparung ermitteln zu meinem gewöhnlichen Verbrauch. Ne? Wenn ich wirklich sehen möchte, haben eigene Maßnahmen dort Fortschritte gebracht oder nicht. Was erschwerend hinzukommt, ist natürlich auch, dass vielleicht 10% ausreichen, wenn wir einen sehr milden Winter haben, aber vielleicht 30% notwendig sind, wenn der Winter wirklich kalt wird. Also dieser prozentuale Wert ist gut, ne, für die Bewertung des eigenen Verhaltens, ist aber eben kein absoluter Wert, weil am Ende ja absolute Gasmengen beschränkt sind. Und das ist ja auch in einem weiteren Punkt, der da angesprochen ist, schon im Chat, ne, genannt worden.
Am Ende geht es nicht um relative Einsparungen, die sind aber der wichtige Indikator für unser Handeln. Am Ende ist es natürlich so, die Gasmenge ist absolut beschränkt und das müssen wir natürlich im Auge haben. Sie haben es ja schon ein bisschen drauf angespielt. Wäre das nicht eigentlich eine Aufgabe, die ein Herr Müller, die ein Smart Meter beim Gas lösen könnte, der dann quasi nicht nur den Zählerstand misst, sondern der auch gleich anhand, viele Heizungen sind ja Außentemperatur geführt, der dann auch anhand gleich diese Außentemperatur rausspucken könnte, was eigentlich in Bezug auf die Temperatur, die ich draußen hatte, ich jetzt gerade verbraucht hatte, dadurch also unterstützen könnte dabei. Gibt es sowas überhaupt? Gibt sowas, glaube ich, nicht als Smart Meter, was ich jetzt für die Messung des Gasverbrauchs im Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus direkt einsetzen kann. Aber es gibt solche Funktionalitäten, beispielsweise schon in Gasendgeräten, ne, die zumindest, sage ich mal, ihren Gasverbrauch online messen können und auch weitergeben können an den Endkunden. Ich weiß nicht, ob schon ein Anbieter dabei ist, der das Ganze korrigiert, um die klimabezogenen Effekte, die ich dort habe. Aber technisch grundsätzlich wäre das machbar. Ja, und wäre aus meiner Sicht auch insgesamt für die Zukunft sinnvoll, sodass man A, ein bisschen sieht, ne, gehen die Maßnahmen, die ich mache, in die richtige Richtung und B, auch noch viel mehr Kostentransparenz hat beim Heizen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Es hat auch, das muss man ehrlicherweise sagen, ich frage immer bei den Studierenden rum, wer kennt eigentlich seinen Gaspreis und seinen Strompreis? Ne, und wenn man dann wirklich mal fragt, dann sieht man, dass eigentlich kaum jemand die Preise kennt, ne, die er überhaupt bezahlen muss. Und das hat sich auch in der Vergangenheit nicht nur bei Studierenden gezeigt, sondern auch quer durch die Bevölkerung, weil dieser Posten für viele nicht so relevant war. Das wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit aber in Zukunft ändern. Insofern dort mehr Feedback, mehr Preistransparenz zu geben, ist auf jeden Fall hilfreich und wird auch gutes Verhalten, sage ich mal, motivieren. Herr Renn. Und immer an das Mikro denken. Macht nichts, ist alles okay. Vergesse ich auch ständig. Ja, also es gibt natürlich smarte Thermostate, die tatsächlich solche Rückwirkungen geben. Oft sind die aber sehr kompliziert in ihrer Informationsweitergabe, sodass es für Leute gar nicht so gut verständlich ist. In den Niederlanden hat man ganz gute Erfahrungen gemacht mit einer ganz einfachen Ampel, die sagt, rot, jetzt bin ich weit über dem Durchschnittsverbrauch, den ich mit 80% erreichen sollte, gelb, ich bin gerade an der Grenze und grün heißt, ich bin da drunter. Und da wird einfach der Durchschnittsverbrauch pro Monat genommen und dann kann man eben sehen, aufgrund sozusagen der verbrauchten Heizkalorien, ob man da drüber oder drunter liegt. Die sind nicht 100% wirklich zuverlässig, aber sie sind relativ gut zuverlässig. Und die niederländischen Kolleginnen und Kollegen haben mir versichert, dass das also sehr verhaltensprägend ist, weil man einfach auf dem Handy sieht, okay, ich habe schon wieder heute mehr Gas verbraucht, als ich eigentlich sollte mit einem 80-prozentigen Rückfluss. Ich kann den auch einstellen dann, 80, 70, 90, was immer ich glaube, was ich eben reduzieren kann. Und ist natürlich klar, wenn es extrem kalt ist, da sagt der Durchschnittswert immer über rot, aber das merke ich dann auch. Wenn es sehr warm ist, kriege ich immer grün, obwohl ich sehr viel verbraucht habe. Aber im Schnitt kommt das schon ganz gut hin und ist eine relativ einfache Art einer direkten Rückkopplung, die auch nicht enorm viel Elektronik braucht. Ich muss natürlich ein smartes Thermostat haben, sonst funktioniert das in der Regel nicht. Genau, vielleicht noch mal ergänzend dazu, damit wir keinen falschen Eindruck hinterlassen, das smarte Thermostat kann nicht den Verbrauch messen. Das kann man maximal schätzen, ne, weil es kein Massenstrom ist, sondern im Prinzip nur maximal Vorlauftemperatur und Raumtemperatur erfassen kann. Das heißt, es bleibt eine Schätzung. Aber was natürlich ein elektronisches Thermostat gut macht, ne, es regelt viel besser die Raumtemperatur, dass ich den Wert bekomme, den ich eigentlich auch haben möchte und den auch möglichst konstant. Und ich kann natürlich zusätzliche Funktionalitäten hinterlegen, dass ich eben nur bedarfsgerecht die Räume heize. Das heißt, ich kann Zeitprofile selbst hinterlegen oder das Thermostat erlernt Zeitprofile oder registriert, ob ich anwesend bin in der Wohnung oder nicht anwesend bin über das Geocaching. Und das sind natürlich Funktionen, die direkt zum Verbrauchsreduktion beitragen können. Insofern können die einen Beitrag bringen. Und sie sind natürlich, das ist der Vorteil bei der Technik, sie sind eben sehr einfach und ohne Fachpersonal installierbar. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man über kurzfristige Maßnahmen nachdenkt, ist das eine der möglich umsetzbaren Maßnahmen.
Herr Müller, wo Sie gerade sowieso das Mikrofon offen haben, wir haben noch mal eine Nachfrage gehabt zur Frage, wer weiß denn überhaupt, wie viel Gas im Augenblick im Privathaushalt verbraucht wird? Wir wissen ja, in der Regel wird ja auch geschätzt über Lastprofile. Aber wie viele Kunden haben denn überhaupt Smart Meter für Gas, sodass man die tatsächlich live sehen kann, die Daten? Also ich kenne niemanden, der einen Smart Meter für Gas zu Hause hat, sondern alle haben die klassischen Gasuhren im Keller hängen, ne, die man regelmäßig selbst auch üblicherweise ablesen muss. Und wenn man zum Beispiel möchte, dass der Energielieferant irgendwie gearteten Service zu einer Ermittlung von Einsparungen bereitstellt, dann wird das an der Stelle ohne jetzt aufwendige technische Nachrüstung nur so laufen, dass ich auch regelmäßig meinen Zählerstand eingebe. Also ohne dass ich regelmäßig meinen Zählerstand zur Verfügung stelle, kann ein Gaslieferant einen irgendwie gearteten Service im Sinne von Auswertung dieser Daten nicht anbieten. Kommen wir zu einem anderen Aspekt und der richtet sich zunächst an Sie, Herr Müskens. Die Frage, die wir bekommen haben, war, wäre es nicht besser eigentlich, das Gas pro Kopf und Wohnung zu begrenzen, weil wir sowieso schon nur noch eine begrenzte Menge an Gas zur Verfügung haben, dann würde ja die Einsicht sicher wachsen, dass nicht unbegrenzt Gas zur Verfügung steht. Sonst müssen die Menschen, die sich eine warme Wohnung leisten können oder die ihre Rechnung vom Staat bekommen, nie richtig bemühen, sparen zu lernen, war der Gedanke. Wie sehen Sie das? Ich sehe das so, dass das eine ganz schwierige Fairness-Diskussion an der Stelle wird, wenn wir da wirklich im Detail reingehen. Vorab aber noch die Bemerkung, leider gilt auch das, was wir gerade schon gesagt haben, oft ist die Information gar nicht verfügbar. Also im Extremfall ist es teilweise so, dass nicht mal klar ist, ob hinter einem Gaszähler ein Mehrfamilienhaus mit zahlreichen Mietern sitzt oder eine große Villa, die den Pool beheizt und die Sauna. Es kann im Extremfall sein, dass sozusagen die Messdaten, die beim Versorger vorliegen, erstmal, das ist halt ein Zähler und es ist nicht ganz klar, ob sozusagen der Vermieter, die Hausverwaltung dann dahinter ist oder ob es eben nur ein Haushalt ist. Insofern, und dann auch noch zu wissen, wie viele Personen leben in dem Haushalt, ist dann das Nächste. Teilweise ist diese Information auch verfügbar bei den Versorgern. Teilweise wird bei Vertragsabschluss ja gefragt, wie viele Personen leben denn in ihrem Haushalt. Aber auch da ist nicht immer die Information aktuell zum Beispiel. Also insofern, dass das eine ist, wirklich technisch ist das schwierig. Und das Zweite ist dann, wenn man es wirklich durchdenkt, was findet man dann an der Stelle gerecht? Ist das ein Pro-Kopf-Kontingent oder ist das nach Wohnfläche gekoppelt? Das ist also nicht ganz einfach, nachher diese Fairness-Abwägungen zu treffen. Herr Müller? Ja, und vielleicht auch, wenn man das wirklich umsetzen würde, glaube ich, macht man mehr Angst, als wir vielleicht Angst machen möchten. Und wir müssen ja auch überlegen, was heißt denn das, wenn jemand sein Kontingent überschritten hat? Schalten wir denn die Gasversorgung ab für dieses Gebäude, was schon technisch nur im Gebäude selbst erfolgen könnte? Und danach würde es ja auch, wenn das noch mitten im Winter stattfindet, zu erheblichen Schäden an dem Gebäude kommen. Ne? Und wäre das denn etwas, wo jemand ersatzpflichtig ist, bezogen auf die Schäden? Also sicherlich ein ganz schwieriger Weg, den wir nicht gehen wollen. Herr Renn, Sie haben sich auch gemeldet. Ja, ich wollte das nochmal unterstreichen. Ich glaube, die Kontingentierung ist für die Gasversorgung sicherlich nicht das richtige Mittel. Also wenn Sie Ihr Kontingent mitten im Monat aufgebraucht haben, gerade wurde es schon gesagt, ist es dann natürlich ein Riesensozialproblem. Sie können die Person nicht plötzlich mitten im Winter dann in der Kälte stehen lassen. Das heißt, der Staat würde dann mit Sicherheit eingreifen und sagen, da müssen wir der Person natürlich helfen. B, die Gebäude würden Schäden erleiden und die dann sehr viel teurer wären als das, was man durch die Kontingentierung einspart. Und C, wir hätten alle möglichen Fairness-Aspekte, wer kriegt denn welches Kontingent. Was sicherlich sinnvoller wäre, auch wirtschaftlich sinnvoller wäre, wenn man so etwas wie progressive Tarife hätten. Auch das ist technisch sehr schwierig, aber letztendlich könnte man natürlich sagen, das, was wir so als Grundverbrauch annehmen, das wird eben mit einem relativ geringen Preis angesetzt. Und ähnlich wie wir das bei der Einkommenssteuer machen, die auch progressiv ist, je mehr jemand pro Person verbraucht, desto teurer wird das Gas, dann hätte man eben eine außerordentlich gute Preiswirkung und gleichzeitig eben auch eine Ausgleichswirkung, weil ärmere Bevölkerungsteile eben wesentlich weniger Gas brauchen als reichere. Und dann würde es eben dann dahingehend
sich vereinfachen, weil die Personen mit einem geringen Verbrauch dann auch das Gas zu geringeren Preisen bekommen würden, ja, weil sie in dieser Grundkontingentierung sind und die anderen eben höher. Das wäre sicherlich besser als eine Mengenkontingentierung, die uns zu wesentlich schwierigeren Problemen führen würde. Ja, vielen Dank. Sagen Sie, mich würde noch eine Sache interessieren. Wir sprechen ja jetzt immer sehr, sehr von sehr kurzfristigen Gasfahren von diesem Winter, aber es ist ja abzusehen, dass die Gaslieferungen aus Russland weggebrochen sind und die werden auch nicht wiederkommen. Ist recht nicht in dem Sinn, in dem Maße, wie wir sie bis jetzt hatten. Also ist die Frage doch nicht nur, was wir diesen Winter machen, sondern was wir auch mittelfristig und langfristig machen. Wie sieht es denn da mit den Haussanierungen aus? Wie kriegen wir die Menschen denn dazu, ihre Häuser zu sanieren? Können wir da noch irgendwas reißen oder was beschleunigen? Herr Müskens, wie sehen Sie das? Was kann der Staat tun, um das anzutreiben? Ja, vielen Dank, Herr Geltke. Ich finde, das ist eine wirklich ganz hervorragende Frage. Wie gehen wir jetzt auch langfristig richtig voran? Und ich denke, dass da manche Weiche tatsächlich schon ganz gut gestellt ist. Also ein Beispiel, ja, die Defossilisierung von Haushalten durch Wärmepumpen. Da ist der Plan, einfach in den Haushalten die Wärmeerzeugung zukünftig weniger mit Erdgas und stärker mit elektrischer Energie und dann noch sozusagen gehebelt durch Wärmepumpen vorzunehmen. Und das ist schon in der Vergangenheit angelaufen. Nur als ein Beispiel, also schon letztes Jahr 2021 haben wir da 150.000 Einheiten in Deutschland verkauft. Das war schon doppelt so viel wie 5 Jahre vorher. Und jetzt aktuell hat die Regierung dafür nochmal den Förderrahmen angepasst im August, auch im Zeichen der Krise, und hat die Förderung also nochmal verbessert, sodass die Nachfrageseite an der Stelle schon nochmal deutlich hochgegangen ist. Also das Interesse an Wärmepumpen ist erstmal da und das ist an der Stelle, wenn man sich dann auch perspektivisch von Erdgaslieferungen aus Russland unabhängiger machen möchte, natürlich der richtige Weg. Das müssen wir jetzt noch umsetzen, da kommen dann viele Folgefragen, da möchte ich vielleicht gar nicht dann zu tief einsteigen. Also insofern, wir brauchen eine Mischung aus Push- und Pull-Faktoren. Diese Marktfaktoren sind ja schon da, dass wir einfach Preisniveaus sehen, die heute eben dann Veränderungen möglich machen, ja, und auch ein Interesse bei den Menschen wecken, das einfach vor 3 Jahren, vor 5 Jahren noch gar nicht vorstellbar war. Die Menschen wollen jetzt, weil sie die Preise sehen. Und wenn wir dann gleichzeitig das noch ergänzen durch Push-Faktoren, die bestimmte Technologien fördern oder eben auch den Einbau bestimmter Heizungsarten sanktionieren oder eben auch bewusst nicht mehr fördern, wie das jetzt zum Beispiel bei den Erdgasheizung auch der Fall gewesen ist, dann sind wir da tatsächlich mittel- und langfristig erstmal in die richtige Richtung unterwegs. Aber Herr Müller, wie viel ist denn, weil Sie kennen sich ja mit dem Bereich auch aus, wie viel ist denn tatsächlich machbar pro Jahr? Was schätzen Sie denn? Wir müssten ja doch eigentlich die Sanierungsrate erheblich steigern, jetzt nicht nur mit Blick auf Putin, sondern auch mit Blick auf den Klimawandel. Das ist eine ganz wichtige Diskussion, dass wir die Sanierungsraten insgesamt auf einem Niveau sehen, die nicht ausreichend sind für die Energiewende und Wärmewende insgesamt. Das heißt, da müssen wir besser werden. Bei der Hülle, denke ich, in der Sanierung müssen wir genauer hinschauen, welche Teile des Gebäudes müssen zuerst saniert werden. Da gibt es auch neue Verfahren wie serielle Sanierung, dass man versucht, auch da an der Hülle mehr Vorfertigung zu nutzen, um hinterher auf der Baustelle schneller zu sein. Weil wir haben extremen Kapazitätsengpass im Handwerk. Und der wird morgen auch nicht verschwunden sein. Das ist ein Problem, was wir schon länger haben und mit dem wir in dem Zuge umgehen müssen. Und eben ist schon gesagt worden, Austausch von Wärmeerzeugern Richtung Wärmepumpe ist sicherlich ein großer Schritt, den wir jetzt machen, der auch positive Wirkung entfalten wird. Wir werden genauso aber sehen, dass wir in verdichteten Gebieten mehr Wärmenetze bekommen, vielleicht auch kleinere Wärmenetze, nicht mehr die ganz großen Fernwärmesysteme, sondern deutlich kleinere Systeme, die aber eben für Quartiere gute Lösungen bereitstellen. Ich glaube aber auch, dass wir beispielsweise die Kraft-Wärme-Kopplung dezentral stärker sehen werden, auch wenn das im Moment in der Diskussion nicht so stark auftaucht. Einfach vor dem Hintergrund, das muss uns klar sein, wir bringen im Moment immer mehr Lasten ins elektrische Netz. Einmal über die Wärmepumpen, die eben am kalten Wintertag sehr viel elektrische Energie benötigen. Gleichzeitig die Elektromobilität, die auch auf das gleiche elektrische Netz geht. Und da ist es wichtig, sich auch über die Erzeugungssituation Gedanken zu machen,
Und deshalb denke ich, gerade im Quartierskonzept werden auch Kraft-Wärme-Kopplungslösungen, die dann auch gasbasiert sein können, entweder eben das Restkontingent an Erdgas, was wir haben, oder eben Biogas oder synthetische Gase, die wir dort einsetzen, die aber dann durch die hohe Gleichzeitigkeit im Betrieb zu den Wärmepumpen direkt vor Ort schon eine ausgleichende Funktion im Strombereich haben. Also es wird nicht ganz monolithisch werden Richtung Wärmepumpe, wie manchmal diskutiert, ne, sondern es wird auch in Zukunft mehrere Lösungen gehen. Aber Elektrifizierung insgesamt ist sicherlich ein wichtiger Schritt, weil eben die Erzeugung der Erneuerbaren, ne, auch im Wesentlichen ins elektrische Netz einspeist. Vielen Dank. Herr Renn, wir hatten ja am Anfang den Gedanken, dass wir ja schon ein regelrechtes Trommelfeuer auf die Menschen loslassen. Jetzt müsse unbedingt schnell und viel gespart werden. Und Sie hatten ja schon gesagt, was Sie davon halten. Ich frage mich jetzt so mit Blick auf den Winter, ob es nicht vielleicht sogar sinnvoll sein kann, da flexibel vorzugehen. Ob man nicht sagen kann, wir verstärken halt, wir lassen die Menschen erstmal so ein bisschen eher in Ruhe und bitten sie vor allen Dingen dann, wenn wir sehen, dass es wirklich kalt wird, darum, jetzt aber wirklich zu sparen. Weil das ist ein kurzer, überschaubarer Moment, da kann man ja sagen, jetzt kommt es drauf an, jetzt müsst ihr den Thermostaten runterdrehen und wenn ihr davor oder danach ein bisschen höher habt, so be it. Wäre das eine geschickte Kommunikationsstrategie aus Ihrer Sicht oder ist es eine dumme Idee? Also klar, es gibt immer verschiedene Ideen, die miteinander konkurrieren können. Wir sehen halt, Menschen sind außerordentlich stark an Routinen gebunden und Routinen zu überwinden ist schwierig. Das heißt also, wenn wir es jetzt im milden Winter haben und die machen 23 Grad, dann wird es sehr kalt und dann sagen wir so, jetzt müsst ihr auf 19 Grad zurück oder solltet ihr tun, dann werden das die meisten wahrscheinlich nicht tun. Wir haben uns jetzt an 23 Grad gewöhnt, das ist jetzt schön mit da ist es kuschelig und dann jetzt plötzlich dann wieder zu reduzieren, zumal wenn es dann kurzfristig ist, dann sagen sie, naja, vielleicht ist übermorgen ganz kalte Wetter wieder vorbei, ja, dann können wir ja wieder auch auflegen. Also ich glaube schon, dass wir sehr viele, ich sag mal, Entschuldigungen sehr schnell parat haben, warum wir das nicht tun. Also ich glaube schon, dass es besser ist, das Schritt für Schritt vorzubereiten und zu sagen, also versucht eben mit 19 Grad hinzukommen, das könnt ihr euch jetzt schon üben, vielleicht jetzt in dem Moment noch nicht 100% notwendig, aber es wird euch schon so teilen, wie es geht, wenn es dann doch schwieriger ist, vielleicht doch 20 Grad, ja. Also ein bisschen damit zu experimentieren und ihnen auch durchaus die Zeit zu geben, mit diesen Experimentieren dann auch neue Routinen und Gewohnheiten einzufügen. Das schließt sich auch in die vorige Frage an. Also ich glaube, dass neben den beiden Punkten, die ich voll unterstütze, also Einbau von erneuerbaren Energien über Wärmepumpe, natürlich dann über erneuerbaren Strom oder über andere erneuerbare synthetische Gase auf der einen Seite und eben über auch erhöhte Effizienz, können wir natürlich viel tun. Aber ich denke, gewisse Suffizienzmaßnahmen, also weniger Energiedienstleistungen in Anspruch nehmen, als wir das heute tun, das wird auch ein Teil der Zukunft sein. Also was wir jetzt tun im Rahmen der aktuellen Krise kann durchaus auch mittel- und langfristig zu neuen Routinen führen, dass man sich beispielsweise daran gewöhnt, dass man eben nicht im T-Shirt, weil draußen minus 20 Grad im Wohnzimmer sitzt. Das ist nicht unbedingt notwendig, ist auch gar nicht mal so sehr komfortabel, sogar aus gesundheitlichen Gründen nicht so gut. Also von daher hier auch eine gewisse Verhaltensänderung langsam oder stetig einzuführen, macht auch mittel- und langfristig Sinn. Ja, vielen Dank. Ich wollte eigentlich so das jetzt zum Schluss vormachen. Wir haben noch eine allerletzte Frage gekriegt, nämlich ob einer von Ihnen einen Überblick darüber hat, wie viele Erdwärmekraftwerke es denn überhaupt gibt und ob es nicht sinnvoll wäre, Erdwärme zu zentralisieren. Kann das einer von Ihnen vielleicht wissen Sie das, Herr Müller, sonst müssen wir die Frage später mal klären. Oder wissen Sie das, Herr Müskens, haben Sie da einen Überblick? Vielleicht. Ich kann beginnen sozusagen mit einer kurzen Anmerkung. Also die Geothermie im Gebäudebereich als eine der möglichen Quellen für Wärmepumpentechnik, wenn ich jetzt mal die oberflächennahe Geothermie nehme, oder eben die Tiefengeothermie, wo ich in Tiefen gehe, wo ich ausreichend hohe Temperaturen habe, die direkt für die Beheizung eingesetzt werden. Beides leistet im Moment nur einen sehr kleinen Beitrag. Ich glaube, wir müssen Herrn Renn an dieser Stelle verabschieden. Ich glaube, er hat die Kopfhörer auch schon rausgenommen, weil Herr Renn auf einer Veranstaltung ist, wo er jetzt weitermachen muss. Vielen Dank, Herr Renn, dass Sie dabei gewesen sind. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. So, jetzt machen, tut mir leid, Herr Müller, dass ich Sie unterbrochen habe. Machen Sie jetzt bitte weiter. Kein Problem. Also beide Formen der Geothermie haben
momentan eine sehr geringe Bedeutung, wenn wir uns die Wärmeversorgung von Gebäuden anschauen. Es ist im Chat ja auch gefragt werden, wird sich das in Zukunft ändern? Meine Einschätzung, aber das ist meine Einschätzung zu dem Thema, glaube ja, gerade in Verbindung mit den Wärmenetzen. Dort kann durchaus Geothermie, auch gerade die oberflächennahe Geothermie mit Wärmepumpentechnik, einen größeren Beitrag leisten, weil das in größeren Anlagen auch kostengünstiger zu bauen ist, als wenn man das in jedem Haus einzeln installiert. Insofern glaube ich, dass die Geothermie dort in Verbindung mit der Fernwärme an Bedeutung gewinnt. Zumal die Geothermie auch den großen Vorteil hat, dass sie im Sommer auch helfen kann, Gebäude zu kühlen. Und das muss uns auch allen klar sein, der Kühlbedarf in Gebäuden, der steigt. Wir haben einen sinkenden Wärmebedarf, aber einen steigenden Kühlbedarf. Und auch dieser Trend wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit fortsetzen, weil die Sommer wärmer werden, weil wir eine älter werdende Bevölkerung haben, die dem Wärmestress auch nicht gewachsen ist. Also wir müssen, wenn wir heute über Wärme nachdenken, auch immer dieses Thema Kühlung gleich mitdenken. Und da ist eben oberflächennahe Geothermie grundsätzlich erstmal ein sehr guter Ansatz aus meiner Sicht. Man muss immer sehen, welche Lösung geothermischer Natur in welchen Gebieten auch wirklich möglich ist. Aber da gibt es viel mehr Optionen als die, die wir heute nutzen. Herr Miskens, würden Sie noch etwas ergänzen? Ich unterstütze das voll. Also nach meiner Kenntnis sind so 10-20% der derzeit verbauten Wärmepumpen sind Erdwärmepumpen. Insofern stimme ich dem voll zu, was Herr Müller sagt. Das ist der deutlich kleinere Teil. Ich sehe aber auch ein gewisses Potenzial und dann gerade auch im Hinblick dann auf größere Einheiten und damit dann wirklich auch Nahwärmesysteme zum Beispiel zu betreiben. Denn das ist natürlich auch noch eine ganz große Frage, dann die typischen Wärmesysteme, die wir auch schon haben, also sogar dann auch bis hoch zur Fernwärme wirklich nachher dann auch zu defossilisieren. Das ist ja, da war bisher der große Sprung von der Kohle zum Erdgas und man hat sich in Anführungszeichen da schon gefeiert, dass man entsprechende Emissionsreduktionen hatte. Aber das wissen wir jetzt schon, das wird in 10 Jahren dann auch nicht mehr State of the Art sein. Insofern ist diese Frage wirklich Wärmesysteme und so habe ich es auch im Chat gelesen, nachher zu dekarbonisieren. Da wird dann die Wärme aus Erdwärme sicherlich auch eine große Rolle spielen. Man prüft ja dann auch die Flusswärmepumpen, das wird auch an vielen Stellen gemacht. Da ist dann allerdings die Frage, es hat alles wirklich Vor- und Nachteile. Also im Winter vereisen dann oft die Gewässer und dann können sie da auch nichts mehr rausziehen. Also da ist die Silver Bullet sozusagen noch nicht gefunden, aber die Grundfrage geht in die richtige Richtung meines Erachtens. Und wenn wir eine Silver Bullet gefunden haben für die Wärmewende, dann haben wir endlich auch so ein Symbol wie das Windrad für die Energiewende, würde ich denken, wenn ich das mal so sagen darf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Die Zeit ist um. Ich hoffe, wir konnten alle Ihre wichtigsten Fragen beantworten und wir werden natürlich auch weiterhin beobachten, wie sich die Gasversorgungslage entwickelt. Die Aufnahme dieses Pressbriefings stellen wir wie gewohnt im Laufe des heutigen Nachmittags online. Ein redigiertes Transkript wird voraussichtlich am Montag dazu gestellt. Falls Sie die Aufnahme oder ein unredigiertes Skript schneller brauchen, dann schicken Sie uns einfach eine Mail an redaktion@sciencemediacenter.de und dann lassen wir die Ihnen so schnell wie möglich zukommen. Mein Dank geht jetzt erst einmal an unsere Experten, an Dirk Müller, an Felix Müskens und an Ortwin Renn, der uns ja schon etwas früher verlassen musste. Mein Dank geht weiter an meine Kolleginnen und Kollegen hier im SMC, die im Hintergrund die Fäden gezogen haben und dafür gesorgt haben, dass alles klappt. Und vor allen Dingen danke ich Ihnen alle für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Organisation. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.